So, hier seht ihr den Camcom Batterie Akku Charger. Der ist ein Universalteil für 2x1350 mAh Batterien bzw. Akkus, Lithium. Die passen in die Ape-Man, zum Beispiel in die Action Cam. Hatte ich mir jetzt mal geholt. Machen wir auf. Zwar, ich habe selber noch nicht reingeschaut. Nur was hinten drauf steht, also ist nichts Besonderes. Oh, da steht nicht viel drauf. Das hatte ich eben schon. Hier steht auch nur LCD-Batterie. Pack. So. Da hinten steht auch nichts drauf, nur Modell B5. Typ Lithium-Ionen. 3,7 Volt Input sind 5 Volt 2 Ampere, Output 4,2 Volt 0,75 Ampere. Das Ganze mal 2. So, dann packen wir es mal aus. So, komm her. Aha, das ist hier in so einem Moosgummi drin. So, ich lege das mal hier hin. Also hier haben wir schon mal ein Kabel. Mikro-USB-Kabel zum Laden. Ich glaube, ich habe es verkehrt rum, genau so rum. Ja, das ist das Ganze schon. So, ich nehme es mal raus. Bis dahin. Dann hole ich hier die zwei Akkus raus. Und jetzt noch Schaumstoff. Und den nächsten Akku. Ich glaube, das können wir wegtun. So. Ja, das ist das gute Stück. Ihr könnt es sehen, er spiegelt ein bisschen. So war es, glaube ich, gut, ja. So, okay, da ist der Anschluss. Hier ist nichts, da ist auch nichts. Rückseite, hier sind nochmal ein paar Daten. Ich weiß nicht, ob ihr das. Müsst ihr mal vielleicht auf Stopp drücken und oder auf Pause und soll ich das mal durchlesen. Ich glaube, so geht es besser. So, ja, das ist das. Und die Akkus, die schmeißen wir hier rein. Okay, das sieht schon mal gut aus. Aber da kann man noch nicht viel verkehrt machen. Kann man die verkehrt rum reinstecken? Das ist jetzt die Frage. Nee, das geht nicht. Also man kann sie auch mal an die andere. Ich meine, klar, auf der anderen Seite laden die ja natürlich dann noch nicht, aber. Sein kann, dass man sie verkehrt reinstellen kann. So, jetzt haben wir das hier. Moment. So, das wird das. So, jetzt müsst ihr einen Moment warten. Ich besorge mir jetzt erstmal irgendwie einen Akkupack oder so, damit ich euch das mal zeigen kann. Okay, bis gleich. So, da bin ich wieder zurück. Und zwar folgendes. Das hier ist eine Leuchte fürs Zelt, Wohnwagen oder was auch immer. Hat der Kai Sackmann auch mal schon vorgestellt, kann ich aber auch gerne auch nochmal machen. Und zwar hat der nämlich noch, weil ich habe jetzt gerade keinen geladenen Akkupack. Hier kann man noch als Notbehelf, wenn man nicht gerade die Leuchtfunktion benutzt. Und jetzt wieder aus. Da kann man nämlich noch wunderbar seine Taschenlampe oder was weiß ich, Handy und aufladen. So, und ihr seht, es funktioniert auch. Der ist immer auch nicht mehr ganz voll, aber es funktioniert. So, und nun könnte man sehen, ja, ich muss mal kurz rummachen, jawohl. Hier sieht es, glaube ich, auch. Moment, so, jetzt könnt ihr es sehen, ne? Ja, er lädt die beiden Akkus. Ja, das ist eigentlich auch schon alles. Ich werde mal berichten, wie die Akkuleistung ist, wenn ich das mal ausprobiert habe. Wie gesagt, die habe ich auch gerade das neu. Und es gibt aber von den Akkus, wenn ihr das mal schaut, unter Camcom und so, da gibt es noch ein paar andere Berichte, die haben schon ausprobiert, wie die Leistung ist und so. Okay, das war's. Er fängt schon an zu flackern, weil, wie gesagt, der ist nicht ganz voll. Und gut, ich werde mal an das richtige Ladegerät hängen und dann, ja, dann werde ich wieder berichten. Bis dann, macht's gut!